Willkommen zurück im Gaming Room von SmackBoom. Wir haben das Bergdorf Kolta verlassen und befinden uns bei Red Dead Redemption 2. Und hier ist gerade ein Rad abgefallen. Und scheinbar muss ich versuchen, das Ganze jetzt wieder anzubringen. Während meine Genossen hier das Ganze schön halten. Dabei wollte ich doch jetzt gerade schön mit der Kutsche ein bisschen unterwegs sein. Na, jetzt muss ich hier ein bisschen vorpümpeln. Das war's scheinbar schon. Na gut. Dann lass es mal wieder runter. Oh oh. Da oben werden wir dann auch noch von irgendwelchen Fiesewichten beobachtet. Ah. Sind Indianer? Oder arme Schweine, wie hier gerade gesagt wird. Na, dann wären wir wohl wieder auf den Kutschbock drauf und ich werde das Ganze noch ein bisschen weiterfahren. Verschiedene Kartengrößen. Okay, ich kann das Ganze hier noch größer machen, scheinbar. This is the Heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them. Es gibt einfach nur groß und klein, so wie es aussieht. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. Aber der Frühling ist scheinbar komplett eingekehrt. Wir haben hier gar keinen Schnee mehr. Ich frage mich gerade, ob ich noch irgendwas Besonderes machen muss, aber sieht nicht so aus. Okay, hier geht's über die Brücke. Ob da nicht vielleicht irgendwas passieren wird? Ne, sieht nicht so aus. Auch das blieb ungefährlich. Das ist ja auch mal ganz entspannt hier, ein bisschen durch die schöne Landschaft zu kutschen. Und das dem Gerede zu lauschen von erfahrenen Westernhelden. Also ein bisschen flotter könnte es meiner Meinung nach gehen, aber hier ist jetzt heiß zu erkennen am Sonnensymbol. Okay. Ja, und wie mache ich das? Kann ich jetzt irgendwas hier... Nö, ich kann eigentlich nichts machen. Ich dachte jetzt, ich könnte vielleicht meine Kleidung anpassen, aber... Das ist gerade nicht der Fall. Down up, die Möwen. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Rennen da Häschen rum? Ja. Kann aber auch nicht jagen gerade. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich vielleicht mit dem Bogen schießen kann, aber ich kann gerade, ehrlich gesagt, nichts machen, außer die Pferde auf der Kutsche ein bisschen anzuheizen, was ich gerade dauerhaft mache. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass dadurch irgendetwas schneller oder besser läuft. Selbst wenn ich es nicht mache, bleibt das Tempo. Komm, hau mal drauf hier. Kleine Berglandschaft sieht ganz nett aus. Ah nein, falsch. So, da lang. Soll ich mich von den Bergen ablenken lassen? Sieht aber auch alles fantastisch aus.
Würde ich ganz gern Wanderurlaub machen. Vorne sind nochmal ein paar Viechasse. Ich kann nichts machen. Jetzt beginnt auch eine Sequenz. Jetzt gerade als Hase eingeblendet wurde. Ich wollte... Ach, verdammt. Ich hätte vielleicht ein bisschen eher mal L2 drücken sollen. Ist auch schön, wie das Sonnenlicht die Nase und die Ohren erhellt haben. Kann Pflanzen pflücken, okay. Kann dann darüber was lernen, na dann. So, dann schauen wir uns das Kompendium noch einmal an. So, was haben wir denn hier? Den amerikanischen Ginseng. Was kann man damit machen? Heilpflanze. Kann zu Arzneien weiterverarbeitet werden oder verzehrt werden. Aha. Ja, viel mehr als den Ginseng werden wir da nicht drin haben. Also gehen wir erstmal ein bisschen weiter jetzt. Frage ist, jetzt wo die Sequenz endete, kann ich schneller reisen? Beziehungsweise die Kutsche fahren, kommt damit noch gar nicht zurecht. Aber ich kann bestimmt jetzt auch Klamotten wechseln. Nee, kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Okay, dann reiten wir da mal rein. Und jetzt ist es auch wieder alles langsam, was wir wieder gelabert haben. Ja, mit R1 kann ich den Wagen zum Stillstand bringen. Ach, guck mal, da will auch noch einer rauf. Den habe ich gar nicht bemerkt. Alles klar. Dann ziehen wir mal weiter los hier. Da, eines. Oh, sieht doch nett aus. Na gut. Bin scheinbar wieder falsch. Ja, ja, ist ja gut. Kommen wir mit der Kutsche hier lang. Ist ein bisschen schwerfällig zu steuern gerade. Okay, ich befinde mich wohl mit der Kutsche wieder auf dem richtigen Pfade. Mitten durch, ohne Weg. Und da ist das Ziel. Da scheint unser Camp zu sein. Was ist es? I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Ja, dann wird's Zeit zu saufen. We're about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? Echt mal, genieß die schöne Natur. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Das klingt doch nach ein paar Überfällen. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone
to earn their keep. There is a town a little way down the track named of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember... Ja, kann ich ja wohl noch ein bisschen jagen gehen. The camp gets its slice. Mhm, okay. Also man kann den Lagerbedarf verbessern, indem man Sachen spendet. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Na, vielleicht rasiere ich mich mal ein bisschen. Und ziehe den alten, dicken Mantel aus, wobei es gar kein richtiger Mantel. Und damit sind wir in Kapitel 2 angekommen. Horseshoe Overlook. Ein paar Wochen später. Got off the mountain. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. Ja, auf Rasieren hat er wohl nicht so viel Bock gehabt. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Okay, dann schauen wir uns noch mal kurz ein bisschen um und gucken, was wir jetzt so alles machen können. So, wie sind denn... Also bei mir ist nicht alles aufgefüllt gerade. Sieht das jetzt aus mit Klamotten? Was ist das hier? Crafting-Lager. Bietet dir einen Ort zum Erholen in der Wildnis. Okay. Werkzeuge und Gegenstände anzufertigen. Alles klar. Das kann ich jetzt, glaube ich, gerade nicht benutzen. Du kannst kein Lager im Lager abschließen, das dürfte klar sein. Was kann ich denn, wenn ich jetzt hier reingehe zu mir, kann ich mich dann rasieren oder irgendwas machen? Untersuchen. Okay, hier kann ich mir nur die Sachen anschauen, die wir haben. Haha, der ist ja cool. Das ist Arthurs Vater, okay, das ist der Hund. Hosea, Dutch und Arthur selbst, noch vollkommen unrasiert. Okay. Haben wir hier. Boah, die sieht aber ein bisschen gruselig aus. Oh Gott. Perspektive wechseln. Ah, okay. Gut, das wollen wir nicht lesen. Beatrice Morgan, Spring Rocks 1870. Das dürfte dann wohl die Mutter sein. Okay, das haben wir gemacht. Können uns setzen. Wenn man sich setzt, kann man sich dann rasieren vielleicht oder umziehen. Schlafen, weggehen, untersuchen. Naja, da haben wir nur wieder das. Alles klar. Haben wir da noch weiter? Untersuchen wir mal das. Das ist eine weitere Fotografie. Die sieht auf jeden Fall nicht ganz so gruselig aus wie die Mutter. Da steht leider auch nichts dran. Das dürfte wohl sein Mäuschen sein. Ja, aber bis auf Ausruhen oder so. Ach, da kann man sich rasieren. Schau an, rasieren. Machen wir mal.
Trimme dein Bart selbst, okay. Schnurrbart nicht, Kinnbart, Backenbart. Hier kann man irgendwie die Länge einstellen. Ah, okay. Dann nehmen wir mal so ein 3-Tage-Bart. Alles klar. Na gut, beim Kinnbart kann ich ja jetzt nicht mehr viel machen. Ja, ich finde das, was wir jetzt haben, schon ganz in Ordnung. Haare pomadieren. Du hast keine Pomade. Alles klar. Das geht schon mal nicht. Habe ich mich jetzt rasiert? Der sieht irgendwie immer noch genauso aus wie vorher, oder? Ne. Okay, das wäre schon mal was. Dann kann man hier sich die Kasse angucken, oder was haben wir da? Was haben wir hier? Gucken wir uns das mal an. Existence and Oblivion. Von Nikolai Fedorov. Okay. Aus dem Russischen übersetzt. Ja, das fehlt mir, glaube ich, ein bisschen viel. Das legen wir auch mal zurück. Ist hier noch was Spannendes? Außer hier dürfte die Kasse sein. Beitrag leisten. Ja, komm. Schmeißen wir mal was rein. Wie viel wirft er dann rein? Gegenstand spenden. Was haben wir denn so an Gegenständen? Platin-Taschenuhr. Goldene Taschenuhr. Ja, komm hier. Wir packen mal die silberne Taschenuhr rein. Gibt ja immerhin was. Das ist gut fürs Karma. Muss ich jetzt eigentlich irgendwas essen oder so? Wie komme ich nochmal ins Menü? Da ist es nicht. Ne, da wechsle ich nur die blöde Perspektive. Ja, das ist gut so. Hier kann ich nur meine Gegenstände angucken. So. Was die Ausdauer ist gut. Und hier noch für Kautabak für Dead Eye. Ich nehme das mal. Gucken, ob das irgendwas bringt. Okay, Dead Eye ist vollkommen hergestellt. Kann man mit dem Jungen hier quatschen? Hey. Just name the place, my friend. Just name the place. Ich kann ihn aber... Doch, jetzt kann ich ihn verärgern mit Mikama. Ich mag den eh nicht. You keep thinking that. I know you're tired. Okay, na gut. Ich gehe jetzt mal zu Mr. Pearson. Bei dem kann man auch bestimmt wieder... Ne, kann man nicht eine Mission annehmen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man... Kann Mr. Pearson was spenden? Schwungfeder. Habe ich 3 Stück. Okay. Haben wir das? Tierfett. Sehniges Fleisch. Knorpeliges Fischfilet. Von mir unten. Abgehangenes Wildfleisch. Ich gebe ihm mal 1. Hat er immerhin was gekriegt. Achso, bei Pearson kriege ich auch Verbesserungen. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make some... Tragfähigkeit deiner Tasche. Verbessere Arthurs Unterkunft. Johns Unterkunft. Lagertische, okay, Speisewagen, Hauptlagerfeuer, Wachlagerfeuer. Kann ich die jetzt verbessern? Ich hab nichts dafür, um es zu verbessern. Da kann ich überhaupt jemand machen jetzt gerade. Die Unterkunft verbessern kann ich auch nicht, weil ich nichts hab. Haben wir irgendwas in Johns Unterkunft auch nicht. Ich habe einfach gar nichts, so wie es aussieht. Nee.
Nee, auch da nicht. Und auch dies nicht. Kann ich denn so noch mit ihm labern? Nein. Wo guckt er eigentlich die ganze Zeit hin hier? Was ist denn sinnvoll, wo ich jetzt hingehen könnte? Ist hier überhaupt irgendwas, wo ich hingehen kann? Wie kann ich denn nochmal die Hauptkarte... Sehe ich hier rüber? Karte. So. Zoom können wir bestimmt so. Zu Ankel. Ankel möchte mit mir sprechen. Ja, dann gehen wir nochmal zum U. Alles andere scheint sowieso weiter weg zu sein, wo man dann hingeht. Also gehen wir mal zu Ankel. Arthur guckt sowieso schon die ganze Zeit dahin. Der guckt da nicht. Wo guckt der hin? Was ist denn da? Arthur, how's the cigar? Not bad. But sometimes I prefer a pipe. I've been meaning to get one for ages. I left the old one in Blackwater. I know. Okay, ich habe den gegrüßt. Kann ich den jetzt weggehen? You are a gentleman, Mr. Morgan. I raised you well. Oh, don't take too much pride in your work. Okay. Ich habe eine Anfrage. Was will er? Dutch hat um eine Pfeife gebeten. Alles klar, wenn ich eine Pfeife finde, kann ich ihm die bringen. Die eine oder andere wird sich bestimmt hier im Lager befinden. Irgendwie guckt er immer zu seinem Lager selbst hin. Das macht mich fertig. Was ist da? Um Himmels Willen, was ist da? Ich gehe da jetzt nochmal hin. Irgendwas will er hier ja noch. Da auch nicht. Da auch nicht. Wo? Wo? Wo ist es, was du sehen willst? Garderobe. Muss ich die vielleicht noch nutzen? Outfits-Ausstattung, okay. Revolver hält Sommer. Wir sind, glaube ich, jetzt sehr sommerlich. Machen wir erstmal das. Probian, Rebell. Was haben wir denn hier alles, ey? Was kann der denn alles anziehen? Ja, wir bleiben erstmal in dem Outfit. Was haben wir denn als Kopfbedeckung? Gibt es verschiedene Hüte? Glücksspielerhut, Pirscherhut. So, ich nehme den Hut. Mal ganz kurz. Hüte im Besitz. Was war das noch? Selbstgemachte Hüte. Kann ich eine selbst machen? Nee. Ach, das wollte ich doch gar nicht nehmen. Okay. Andere Hüte haben wir sonst nicht. Mantel. Brauche ich noch irgendeinen Mantel? Ich glaube, die sieht halt wenigstens ein bisschen... Kann mit anderen warmen Kleidungsstützen zum Schutz vor Kälte kombiniert werden. Okay. Zu warm für heißes Wetter. Zu warm, zu warm. Lass uns erstmal ohne Mantel Westen. Eine Weste vielleicht. Oh, die sieht doch ganz nett aus. Ja, das weiße Hemd, französisches Anzughemd. Sieht auf jeden Fall besser aus als das, was er gerade anhatte. Okay. Hosen. Ah, die Hose lassen wir mal, die er gerade trägt. Hosenträger brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Beinschützer, Stiefel. Okay, ich habe verschiedene Stiefel.
Weil die passt auf jeden Fall besser oder passen besser als die Stiefel, die ich gerade anhatte. So, Sporen. Boah, ey, jetzt wird's aber wirklich hier. Okay, ich habe nur die Sporen. Masken. Ja. Naja, gut, so renne ich jetzt erstmal nicht rum. Halstücher. War noch ein schönes Halstuch hier. Das nehmen wir. Das wird getragen. Halsschmuck ist das Halstuch. Na dann, Handschuhe. Brauchen wir die. Oh, na, wir bleiben ohne Handschuhe. Waffenausrüstung. Oh, guck mal hier, vielleicht gibt es einen coolen Waffengürtel. Nee, gibt's nicht, es gibt nur den einen. Holster, haben wir da mehrere? Nein, haben wir nicht. Patronengurte. Ja gut, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Sieht auch ein bisschen doof aus, wenn ich jetzt unterwegs sein will. Ja komm, okay, ich bin jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Aber er guckt sich da immer noch was an. Du hast keine Outfits für kaltes Wetter auf deinem Pferd. Wie kriege ich die denn dann aufs Pferd? Ach, das heißt, ich muss mir... Ah, okay. Einen Mantel nehmen. Na komm, dann nehmen wir den. Ein wenig warm. Du hast keine Outfits für kaltes Wetter auf deinem Pferd? Ja, wo packe ich das denn aufs Pferd? Das ist jetzt überhaupt erstmal wichtig? Ist hier noch irgendwas? So, Pistolenmunition nehmen, her damit. Jetzt immer noch dahin. Der guckt da immer noch hin. Der macht mich echt fertig, ey. Weiß noch nicht mal, wo mein Pferd gerade ist. Ist ja was, ich ziehe mir jetzt einfach echt was Warmes an. Vielleicht kann ich das am Pferd. Kann ich denn irgendwas zum Pferd hinpacken, wenn ich jetzt... Der Gegenstand bleibt immer auf deinem Pferd. Ah, 2 von 3 Hüten auf deinem Pferd. Ah, okay. Ich entscheide damit, was aufs Pferd geht. Bietet Schutz vor Kälte. Okay, aber wie entscheide ich, dass das aufs Pferd geht? Ist das jetzt auf dem Pferd oder wo ist es? Ich schnall es voll nicht. Ich kann doch nur ausrüsten und mehr nicht. Und Outfit speichern, aber mehr kann ich doch gar nicht machen. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich irgendwas auf ein Pferd packe? Ich. Ey, ist mir egal jetzt. Ich gehe zu Ankel und fertig. Der Rest interessiert mich gerade nicht mehr. Das ist mir zu doof. Ist das mein Gaul? Der hier, ne? Das ist doch meiner, oder? Ja. Kann ich dem jetzt irgendwas anschnallen hier? Pferdeinventar. Kann ich jetzt hier irgendwie Outfits oder sowas dazu packen? Malener Kaffee. Federn. Andere Moppets, Schmuck. Ne, kann ich nicht. Oh, guck mal, ich kann füttern. Gib ihm mal was. Gib ihm mal was Feines. Kann ich ihn hier untersuchen? Oh, sieht doch ganz nett aus. Dann streicheln wir den nochmal eine Runde. Guter Junge. So, lass mal abhauen. Wir gehen jetzt zu Ankel und fertig. Wo auch immer der ist. Da.
Irgendwie habe ich es erwartet, dass es genau so losgehen wird. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. If you're gonna take the old man into town, you can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our schönen minds. Dialekt. We've been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robin'. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Okay, wir fahren mit der Kutsche. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are gonna love it. Okay then, let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Oh, gehen wir mal ganz schön schnell ab hier. Kann ich jetzt eigentlich? Nee, wieder nicht. Kann ich hier was wählen? Ah, okay. Könnte jetzt hier mein Lasso nehmen. Ich habe aber scheinbar keinen Bogen dabei. Nein. Okay. Wir bleiben erstmal bei Fäusten. Und reiten mit den Pferdchen hier unter diese wunderschöne Unterführung durch. Malerisch. Wann geht's jetzt wohl in die Stadt? Oh Gott, ja bitte. Wir hatten gerade schon so glockenklare Stimmen. Okay, jagen oder sowas kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Die verscheuchen sogar Bären. Ich bin echt mal gespannt jetzt gleich auf die erste Stadt, in die wir kommen. Oh, was ist da denn? Okay. Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago. Very serious. All right, I'll see. Ich mit dem Kutscher, alles klar. Ich helfe dir mal. Really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? I'd really appreciate the help. I'm worried this one here will bolt on me too if I leave him. Sure, no problem. Das beruhigende, das entlaufene Pferd beruhigen. Wo ist es denn? Irgendwo da oben. Kann ich dafür den Gaul mitnehmen? Ja, auf den kann ich nicht drauf. Also ich muss jetzt tatsächlich zu Fuß da oben erstmal hin. Da ist er. Okay. Okay. Das Pferd jetzt beruhigt. Gucken wir uns mal die Info an. Ist das besser als mein jetziges? Nicht wirklich, oder? Ach, verdammte Axt. Compendium öffnen. Ja, jetzt geht's nicht mehr auf. Egal. Da. Ich weiß es nicht. Na komm her, du kleiner Lümmel. Na, bist du ruhig? Bist du ruhig? Streichel mir den erstmal. Ja. Wer ist ein Feiner? Bist du ein Feiner? So. Komm mal her, du Lümmel. Guck
Dann bringen wir dich mal zu deinem Herrchen zurück. Ich will mal behaupten, das war sehr, sehr nett von Arthur. Wenn jetzt keine Knete rausspringt, dann gibt's Blei. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Okay. Damit sind wir dann wohl ehrenhafter. Und müssen selbst wieder weiter. Dann können die grazilen Damen ja noch ein bisschen weiter trällern. Da vorne ist schon wieder eine Kutsche. Und der Zug. Ja, dann warten wir erstmal. Wir kommen in das Dörfchen rein, das sogar einen eigenen Bahnhof hat. Das sieht doch ganz nett aus. Oh, da hinten ist eine Kirche. Kommen von mir ein Hüsterchen. Oh, hier ist ein Saloon. Ja, ich gehe erstmal der Mission weiter nach, bevor ich im Saloon Halt mache. Wer weiß, vielleicht kann ich mich ja jetzt hier gleich auch ein bisschen frei bewegen. Just remember, keep a low profile. Will you remember that though, Arthur? Probably not. Da können wir parken. Sure seen everything now. Alright! Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Genau, was machen wir jetzt? Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Alles klar, dann schaue ich mich doch mal ein bisschen hier um. Come on. So that's how you see yourself. Na, vorher muss ich erstmal Uncle noch ein bisschen hinterherlaufen. In my youth, I used to be known as the One-Shot Kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. Naja, komm. But I know you love me. Na, noch kann ich mit niemandem hier interagieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das bald passieren wird. Vielleicht hätte ich jemanden anrempeln können. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Wer weiß, vielleicht kriegen wir hier auch noch eine Pfeife. Is the place now. Come on. Morning. Na, dann gehen wir nochmal hier mit rein. Okay, ich kann hier Gegenstände angucken. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Von mir. Guama rum. Kostet 2,50. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Wir haben ja eigentlich noch genug Zeug, soweit ich das so mitkriege. Von mir. Füllt den Kern deiner Gesundheit etwas und den Kern deiner Ausdauer ein wenig auf. Kostet nur einen Dollar. Nehmen wir mal ein bisschen Dosenmais mit. Biscuits. Haben wir hier. Gemahlener Kaffee. Na komm, auch das kaufen wir. Haben wir denn noch hier Feines?
Oh, Pomade. Pomade nehme ich mir auf jeden Fall mit. Die hatte ich gerade nicht. Die will ich haben. Da ist schon mal nichts mehr. Was haben wir hier noch so? Den Ladenbesitzer an. Mir so einen Katalog noch anschauen. Okay, was haben wir da? Vorräte. Gucken wir doch mal. Was gibt's denn hier so Besonderes? Konserven, frische Lebensmittel. Mal gucken wir nach frischen Lebensmitteln. Mais, Pfirsich. 50 Cent. Ja, nehmen wir von allem mal was. Eine Möhre, ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Mais, ein Apfel kann nie schaden. Dosenlachs. Dosenbeeren. Gesalzene Innereien. Ja, ey, für gesalzene Innereien bin ich immer zu haben. So. Oh, die nächste Seite hier. Birne, Käse, abgehangenes Wildfleisch. Erstklassiges Rindfleisch. Was haben wir hier noch? Okay. Haferplätzchen und Zeug haben wir auch alles. Dann gucken wir doch mal nach Tabak. Vielleicht kann man bei Tabak auch noch irgendwie ein Pfeifchen sorgen. Okay, die Zigarre schon mal verkauft. Premium-Zigaretten. Kautabak, normale Zigaretten, da ist schon mal nix. Und dann gibt es da nur Schnappo. Ne, eine Pfeife haben wir leider erstmal nicht. Was gibt es denn bei Pferdepflege so Schönes? Pferdearznei. Bei Pferdearznei kann jetzt nie schaden. Nehmen wir auch mal Pferdearznei mit. Kleidung. Aber auch da wird nicht das sein, was ich brauche. Outfits. Ja, $85 ist natürlich jetzt ordentlich. Haben wir dann noch hier irgendwelche schönen Mäntel? Ja, selbst die. Ich meine, die sind jetzt nicht so teuer, aber brauche ich so unbedingt. Kopfbedeckung. Ich glaube, eine Kopfbedeckung. Ja, ne. Ich schieße mir einen neuen Hut. Accessoires. Gehören vielleicht zu Accessoires? Pfeifen? Schützenhandschuhe? Nee. Nee, nee. Das sind alles keine Dinge, die ich jetzt wirklich brauche. Ich wüsste nicht, wo man... Achso, man muss erst wieder ganz zurückgehen. Pferdepflege, Munition. Warte, ich... Das so sehe, habe ich genug Munition. Was gibt es denn bei Jagd- und Angelzubehör? Pfeile. Kosten die 50 Cent? Oh, komm hier. Da hauen wir noch mal ein paar Pfeile raus. Da machen wir aber voll hier. So, zack, haben wir 40. Die sind ausverkauft. Waffenöl. Seeköder. Ach, die kann ich noch nicht kaufen. Scheinbar, da ist ein Schloss vor. Ne. Kann ich denn sonst mit dem Ladenbesitzer irgendwie reden? Nee, das kann ich nicht. Was haben wir hier sonst noch? Ist hier noch was Feines? Süßigkeiten. Schokolade. Ey, Schokolade ist definitiv drin. Ich habe gleich keine Knete mehr, weil ich hier den ganzen Laden leer kaufe. Also noch Sachen für die Pferde. Naja, das sind wahrscheinlich auch alles Sachen, die ich auch in einem Katalog gerade gekriegt habe. Was mich interessiert ist, ob der Krämer was dagegen hat, wenn ich einfach mal hinten in seinen Laden reingehe. Ob er dann was sagt. Oh, bis jetzt sagt er noch nichts. Kann hier einfach durchgehen scheinbar. Das ist vollkommen in Ordnung für ihn, dass ich hier rumrenne. Na dann. Ja, machen wir das doch mal. Alles abgeschlossen. Kann ich jetzt theoretisch eigentlich? Komme ich jetzt eigentlich auf Waffen? Scheinbar gar nicht in dem Moment. Warum kann ich mir ein Fernglas nehmen? Kamera habe ich auch. Also Crafting-Werkzeuge, Salztuch, Kidneybohnen als Vorrat.
Okay, also die Waffe kann ich mir jetzt gerade nicht ausrüsten. Naja. Ne, mein Kumpel? Was dagegen gehabt, dass ich da hinten war? Ich glaube nicht. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder raus. Na, dann verlassen wir mal das Ding hier. Zack, nimm mal noch ein Schlückchen. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen. Schnappo hat aber wohl reingehauen. I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. Das riecht doch nach Ärger. There's Tilly over there. Und ja, es sieht nach Problemen aus. Alles klar. Wir wollen den Typen mal aufmischen. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, hey, take it easy. Ja. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. Will der etwa? You're making a big mistake. Er sah echt so aus, als ob er zu seinem Colt greifen will. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle, look after her. Ja, und ich gehe mal hier rein. Da komme ich schon mal nicht rein. Aber hier komme ich rein. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde, you'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. 2B, okay. Das sieht mir auch ein bisschen nach Geschrei da oben aus. Vielleicht ganz kurz nehme ich noch irgendwas zu mir, damit meine Energie ein bisschen besser wird. Na komm. Ordentlich mal was reinhauen hier. 2B. Ah, das ist schon mal nicht richtig. Two A. Das sieht mir doch ganz stark nach 2B aus. Tja, dann treten wir den Scheiß nochmal ein hier. Zack. Was ist los hier? Okay, das sieht so aus, als ob es gleich einen kleinen Fausttanz gibt. Er ist mit einem Schlag weg, ey. Zack. Erstmal ausrauben. Oh, er hat hier aber ein bisschen was auf die Omme gegeben. Uiuiui, ey. Der hat hier aber ordentlich gegeben. Okay. Keep investigating. I will. Ja, noch woanders rein? Ne. Ja, ich gehe gleich nach draußen, aber vorher will ich hier nochmal reingucken.
Ist da hinten noch was? Ne, ich kann nirgendwo rein. Aber hier kann ich dem jetzt noch auf die Omme geben. Ne. Kann ich da nochmal reintreten? Ah, guck mal, man kann die Schublade durchsuchen. Sehr schön. Da ist bis jetzt nichts drin. In keiner. Haben wir hier noch was? Da sind doch ein paar Sachen. Oh, ich kann nichts davon nehmen, oder wie sieht's aus? Ne, das ist ja blöd. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mir hier ein paar Sachen einverleiben kann. Hat der keine Klamotten? Na, egal. Dann gehen wir mal nach draußen. Ja, ich weiß nicht. After you. Nee. Erstmal, mein Freund, gucke ich mir jetzt an, was hier noch so ist. Wollen wir nochmal schauen, ob man hier nochmal reinkommt irgendwo. Kommt noch nicht mal aufs Klo. Naja, okay. Kann ich noch mit dem reden hier? Go on, lead the way. Na, da ist nichts mehr. Dann gehen wir erstmal raus. Oder haben wir da noch was? Nö. Na komm. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Yeah. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Uh-oh. Hey, no, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Das sieht nicht gut aus. Das ist aber nicht mein Gaul. Ist der Hyopai? Wo ist er? Da unten rennt er lang. Da habe ich ihn noch gerade noch verschwinden sehen, oder? Da ist er doch. Zack, her mit dem Lümmel. Wo bist du, Vogel? Da. Telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? Um es klarzustellen. Fortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. I can't hold. Ja, komm. Zieh mir ihn hoch. Come on. Vielleicht glaubt er dann eher, dass ich es nicht bin. Obwohl ich es ja bin. You okay, partner? No. No, I am not. Vielleicht erschieße ich ihn jetzt noch. I'm a mess. Well, you ain't dead. Here is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us. If we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good ja, so man. Bin ich. And I,
Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. Oh. I kill people. Oh. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. Na, bin ich mal gespannt, ob das auch so bleibt. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. Not one lick. Not one cent in this year old mind. Come on. You have a nice day now, sir. Okay, noch. Ach, ich habe wieder vergessen, das gedrückt zu halten. Ja, jetzt geht man doch nur auf die Karte. Das war wahrscheinlich der Ort. Saloon. Kann ich einen Wegpunkt, setze ich jetzt so. Weil wir müssen ja das Pferd irgendwie wieder zurückbringen. Das ist ja nicht mein Rappen hier. Okay. Also ich kann hier auch nichts aus diesem Sattel nehmen. Habe ich eigentlich noch irgendetwas anderes dabei? Ne. Ist da irgendwas drin hier, weil der Baum so wackelt? Ne, er wackelt einfach so rum. Okay. Ja, Pflanzen werden hervorgeben, wenn du Adler... Ah, okay. Wenn Adlerauge aktiv ist. Ja, das ist nicht aktiv. Wie mache ich nochmal das Adlerauge? Geh nochmal hier runter von dem Lümmel. Da vorne war doch was, ne? Ja, guck mal. Die sehen mir doch nach Sachen aus, die man... Jetzt halte ich mal gedrückt, um mir Details anzuschauen. Okay, ich habe ein perfektes Gewicht. Ich bin, so wie es aussieht, ein Adonis. So, sammeln und untersuchen. Nehmen wir mal mit hier. Das Zeug. Das nehmen wir auch. Eine wilde Möhre. Compendium anschauen. Aha, ich habe eine Möhre gesammelt. Zack, wieder zurück. Das, manchmal wirkt das Ganze ein bisschen überladen. Okay. Jetzt will ich aber erstmal das Pferd hier wieder zurückbringen. So, das machen wir jetzt auch. Ja, haben wir den nochmal gegrüßt. Gehen wir mal hier rein nochmal. Ja, ich bring's dir wieder. Ich will das Pferd ja wieder hier hinbringen. Keine Angst. Kommt schon wieder hier hin. Wo habe ich das her gehabt? Hier, ne? Das ist der Krämerladen. Okay. So. Dann binden wir den Lümmel hier mal wieder an. Oder habe ich es jetzt falsch gemacht? Ich habe keinen Schimmer.
So. Dann mal wieder hier hin. Scheinbar ist mein Kumpel gerade im Saloon. Da ist er auch. To meet you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Ja, so sieht's aus. Du hast aber ganz schön Sommersprossen. This one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. Oh. Guck mal, so einfach läuft's im Wilden Westen. Zack. Oh Gott, eine schöne Barschlägerei. Oh, okay. Kann ich hier einen Stuhl nehmen? Jawohl. Ach ne, ist mein Hut. Ich dachte, ich könnte einen Stuhl nehmen. Ja, komm. Hier gibt's noch mal richtig was. Zack. Oh, da kommt aber der Koloss von Rollos an. Oh Gott. Bud Spencer ist wieder da. Ja, Boden, das ist ja sauber. Oh Gott. Wie befreie ich mich? Befreie. Alles klar, lass mich mal los, Kerl. Was denn los hier? Zack, fall um. Sau. Was will austauschen? Austauschen? Tauschen wir was aus? Was ist das? Ne, ich will mal einen anderen Hut wieder haben. Nimm schnell, ich muss den Typen da noch beschützen. Komm schon. Jetzt habe ich die Mission verkackt, nur weil ich meinen Hut austauschen wollte. Unglaublich. Ach ja, so, Kontrollpunkt neu starten. Alles klar. Also ein bisschen Zeit sollte man noch gewähren. Naja, jetzt muss ich mich einmal befreien und dann mit dem Dicken rumkloppen. Ja, komm her. Zack, raus da jetzt. Wups, wups. Nochmal und nochmal. Komm, lass los. Zack. Alles klar. Oh Gott. Oh Gott. Ui, jetzt geht's in den Matsch. Oh Gott, ey, der haut aber ordentlich zu hier. Verdammte Axt. Oh, vielleicht sollte ich mal. Kann ich irgendwas zu mir nehmen? Ne. Irgendwas machen sonst? Komm schon. Krieg ich den Dicken nicht kaputt hier? Was soll das denn? Sauber, komm. Und jetzt rauf. Rauf auf den. Und rein in die Pfanne. Zack. So, hier gibt's Brei. Boah, die Pfanne sieht aber ordentlich nach Matsche aus. Already, surely that's enough.
What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Oh Mann. Ich sag, da wird Zeit für ein Schnappo. Making new friends again, I see, Arthur. Ja, ist das schon wieder? Look who we found. Ach, guck mal, Dutch. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Oh, das Auge ist ganz schön dick. And Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, Arthur, du machst dich sauber. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Kannst du einfach die Rübe in die grüne Suppe stecken. Zack, und schon sieht er wieder schön aus. Und wie das jetzt weitergeht, mit einer weiteren Mission oder was auch immer wir jetzt machen müssen, das schauen wir uns an beim nächsten Mal. Vorher gucke ich noch ins Compendium. Da, die Muße des Amerikaners, die haben wir geschafft. Okay, innerhalb von 15 Sekunden haben wir nicht gerettet. Völlig wurscht. Wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt, Herr Rock zockt mit einem sehr schmierigen Arthur Morgan. Macht's gut!